Ich wollte mit dem Stef Siegrist lange etwas machen. Wir waren immer in Kontakt und dann bin ich wieder mal von Zürich Richtung Chur gefahren und habe das Martinsloch gesehen und dachte, da wäre etwas mal eine Highline zu machen. Speziell am Martinsloch ist sicher das eine der grössten Felslöcher in der Schweiz. Und zweitens kommt alle Jahr zweimal halt in der Presse, weil die Sonne genau durchs Loch auf die Kirche scheint von Elm. Ich habe mich vor fast 5 Jahren für Phase One entschieden, weil für mich das innovativste Produkt auf dem Markt war. Und das sowohl qualitativ als auch bedientechnisch. Zudem wollte ich einen neuen Weg gehen in der Extremsportfotografie. Die Kamera liegt extrem gut in der Hand, was gerade sehr wichtig ist für Shootings im Helikopter, wo es doch sehr viele Vibrationen hat. Die Herausforderung für das Projekt war sicher das Licht und die Dimensionen des Lochs. Ich bin im Frühling mal darüber hineingelaufen und habe das von näher angeschaut. Mit der Lancierung der Schneider-Kreuznach-Blurring-Objektiv hat uns Phase One außergewöhnliche Objektive in die Hand gegeben. Perfekte Ergänzung zu der neuen IQ Drehblex und der XF-Kamera. Meine Objektive werden automatisch identifiziert und der Fokus ist spezifisch auf meine Optik kalibriert. Für die Highline-Aufnahmen habe ich vor allem mit dem 35 und 55mm Objektiv fotografiert, weil einfach die hervorragende Schärfe bis in die Decken raus und auf nahezu verzehrungsfreie Ergebnisse. Die neuen Blurring-Objektive sind sehr vertrauenserweckend, gefertigt aus Metall, Präzisionsaluminium geschliffen. Und das schafft gerade bei so einem Helikopter-Shooting für ein unglaubliches Vertrauen. Schlussendlich ist es einfach das Gesamtpaket von Phase One, das für mich die erste Wahl ist. Das ist von der Kamera, vom Back zu der Linse und schlussendlich Capture One, wo aus meinen Daten das Beste rausholen kann. Das ist die beste Qualität für meine Kunden und auch für mich.